Immer am Limit, Leistungsdruck, Versagensängste. Selten liegt Erfolg und Niederlage so nah beieinander wie im Fußball. Spätestens nach dem Freitod von Robert Enke beschäftigt sich auch die Öffentlichkeit wieder mit dem Thema Burnout und Depression im Profifußball. Also das Thema Burnout, Depression ist natürlich insbesondere im Leistungssport, glaube ich, nach wie vor ein Tabuthema, weil derjenige, der sich da outet, natürlich Konsequenzen spüren muss und dann quasi um seinen Job bangen muss. Im Theaterstück Aus der Traum werden die Themen Depression und Burnout auf die Bühne gebracht. Die Vorstellung im Theater der jungen Welt lehnt an das gleichnamige Buch an und verarbeitet auch die Geschichte des deutschen Nationalspielers Sebastian Deisler. Deisler hatte 2007 wegen eines Burnout-Syndroms seine Profilaufbahn beenden müssen. Regisseur Jürgen Zielinski erklärt den Grundgedanken von Aus der Traum. Es geht eigentlich darum, wie finde ich im Leben meine Mitte, wenn es nicht immer darum geht, gehen kann, dass es schöner, schneller, größer, weiter, reicher wird. Das ist bestimmt die gesellschaftliche Mitte und das ist das Zentrum unseres Theaters. Also wir begreifen uns als Theater für alle. Dem Stück folgt eine 90-minütige Diskussionsrunde, an der auch Alexander Zorniger teilnimmt, Trainer von RB Leipzig. Auch in der dritten Liga ist Leistungsdruck ein Thema. Ja, ein Oberligaspieler kann sich durchaus auch Druck machen, aber es geht natürlich immer dann in andere Bereiche, wenn es dein Beruf ist. Ja, also dann ist es in der Regel so, dass das öffentliche Interesse einfach auch wesentlich größer ist. Im Verlauf der Spielzeit wird Aus der Traum weiter auf Gastspielreise gehen. In Leipzig ist das Stück voraussichtlich Anfang nächsten Jahres wiederzusehen.